Herzlich willkommen zu einer heutigen Folge hier von Arsch. Wir werden jetzt Wasser zur Brauerei bringen. Und dann schauen wir mal kurz rein, ob hier alles in Ordnung ist. Oder ob was Besonderes fehlt, ne? Wasser läuft ja noch eine. Und wir gehen mal kurz ins Lager, ins Menü. Hier noch eins, ne? Ja, hier. Also wir haben da Weizen, wir haben Hopfen, Malz reicht auch noch, wir haben Bierfässer 190.000, Leerpalatten 80.000, wenn ich links schaue, Bierfässer, naja, gehen wir Richtung langsam Hälfte, langsam, also fehlt noch ein bisschen was, ja ansonsten, ja, Malz 16%. Hopfen bei 18%. Naja. An Hopfen wird es ja scheitern, sagt man so. Ne? Also Wasser wird sicherlich reichen. Weizen und Gerste habe ich noch ein bisschen was. Aber nur im Rest. Ne? Also. Gut, dann wird das. Jetzt gehen wir rüber zum Traktor bei den Kühen. Da ist ja. Unser Mist, ne? Und den fahren wir jetzt mal zur Dingstock, ne? Da müssen wir noch einen LKW holen nachher, den wir auch gleich mitnehmen können, ne? Ja, wir müssen noch den Rest entsprechend wegpacken und reparieren, waschen. Das machen wir heute. Jetzt wird auch langsam hell, ne? Können wir auf 1 gehen, denn wir haben genug zu tun. Oh, hier ist noch was da. Von daher. Gülle. Von den fahren wir ganz schnell rüber. Also die müssen eigentlich voll kriegen normalerweise. Ne? Also der Mist müsste heute in Anführungszeichen hier entsorgt werden. Müssen wir überlegen, ob wir den größten Takt noch nehmen. Ne? Kippe 7%. Können wir gleich mal reparieren, ne? Aber der Traktor ist so schwach. Aber der reicht schon hoch, ne? Normalerweise. Kurz tanken und dann gleich reparieren und waschen. Auch wenn wir noch Mist fahren, ne? Die machen den sauber, ne? Reparieren können, ausmachen können. Sicher. Wenn wir neu lackieren, das wir werden bald pleite. Aber das machen wir im nächsten Jahr, ne? Also die Fahrzeuge, die wir im nächsten Jahr noch haben und behalten haben, die werden wir dann auch markieren. So. So ist jetzt offen, ne? Stromkasten sind immer so lustig. Weil Wasser und Strom, ne? Aber der Reparaturteil ist halt nur mit Strom. Und von daher geht es nicht anders. So. Von daher ist ganz ja, ist, ja. Müssen wir ein bisschen anders bauen, ne? Gut.
Jetzt holen wir den LKW. Und weiß ich gar nicht, wo wir wollten. Achso, wir wollten ja hier Dings fahren. Gärreste. Könnten wir auch mal, ja, den wollen wir gleich mal hinfahren und wieder auffüllen lassen, ne? Also so ist das nicht, ne? Wir wollen ja nicht, das dauert ja nur eine Weile, bis Wasser voll ist, und das kann man ja, das kann er ja locker nebenbei machen, ne? Da muss ich nicht dabei sein, das ist ja Quatsch. Cosplay, das machen wir auch noch, aber müssen wir sehen, dass wir mehr Weizen kriegen hier. Das ist ja hier bald Ende. Das heißt, gut Deutsch, wir brauchen die Malzfabrik, wir brauchen den Schlachthof und wir brauchen, was haben wir noch? Papier. Verpackung. Und locker eine Million oder so, ne? Also, das mal reicht. Und zum Brückenbau brauchen wir nachher, naja, ja, Kies, Zement, also Krams, ne? Also, ach, die Krähen. Die kannst du ja Haufen fahren. Die kriegst du nicht tot. Die fliegen mal weg. Ja, Holz machen wollte ich nur noch. Also Langeweile kommt nicht auf. Aber die BGH bringt ja immer fleißig Geld. Also ist das ja nicht, ne? Also Rübenschnitzel müssten wir noch mit Diesel hinbringen. Werden wir auch gleich machen. Damit der Rest verarbeitet werden können, dann können wir morgen auch nochmal eine Fuhre oder nachts eine Fuhre hinbringen. Weil nachts laufen wir erhöhte Geschwindigkeit, also das Spiel. Und dann können wir locker einen Anhänger und zwei verkaufen. Ne? Und dann muss die Produktion jetzt auch laufen. Ne? Mal sehen, dass alles läuft. Und das ist dann, ja. Trikale verkaufen könnten wir. Mal gucken, mal Preise, was das so bringt. Steigen auch alt ist. Wahnsinn. Immer noch keinen Kälber da, ne? So, ich habe Kartoffeln. Kartoffeln sind aktuell noch leicht ansteigend. Gut. Trikale. Excel gut. Verkauft doch keiner, ne? Hackschütze. Ja, jetzt. Silage. Diesel. Ja, wäre im Winter nicht schlecht. Also wäre auch, ist ja auch im Prinzip, wie soll ich sagen, Heizöl, ne? Das ist ja auch Mist, gut, so stark schwankt das Ding, Winter am wenigsten, Gülle, Gärreste, wer kauft die? Ach so, ich weiß, wie wir meinen, die, Karotte, Zwiebel, Hopfen, Mohn, Roggen, Dinkel, Trikale, Trikale kostet immer fast gleich, das ist völlig wurscht. Kompost, Mehl haben wir nicht, Erde, Sand wird jetzt ja teuer, aber gut, okay, das ist OBS, Bahn, Nährpalette, die kosten im Winter am meisten, beziehungsweise am meisten Geld. Bierkasten, Feld, aber immerhin, ne? Hier Rindfleisch, auch ein Fall, aber gut, das können wir im Sommer verkaufen, ne? So wie Schweinefleisch, ne? Heringe und Scholle, ja. Also hier können wir so vieles herstellen, also werden wir nie fertig. So, dann haben wir Uhrzeit. Oh. Zeit rast dahin, du. So. Das heißt, Trikale würden wir jetzt gut verkaufen können. Wir müssen mal schauen, wo. Der zahlt den besten Preis, ne? Und ich hoffe nicht so weit weg. So, das fahren wir aktuell. Dann fahren wir gleich ganz kurz Diesel zum
Rübenschnitzel, ne? Also das muss ja auch verkauft werden. Beziehungsweise kann. C. Also wir können so viel anbauen. Das heißt. So, Limitat, die Schweine schmatzen und grunzen, dann geht's ihnen gut. Dann wird bald Kotelett gemacht. Aber. Ja, die Lust da hinten drin. Die ist so dunkel hier. Hauptsache, wir kriegen keinen Winter. Nämlich keine Winterreifen. Wahrscheinlich muss ich noch einen anderen Tankwagen haben für Diesel. Wahrscheinlich. Aber aktuell wird es gehen müssen. So. Das Auto brauchen wir nicht waschen und reparieren, da ist dann so gut wie nicht kaputt. L aufmachen, dann können wir tanken, ne? Ja, jetzt P gefahren. Das ist originell, ne? Na gut. So, weg. Eine Weile. Gut, dann gehen wir gleich zum nächsten LKW und fahren wieder die Trikale. Heißt auf Deutsch, ich müssen meinen zweiten Anhänger voll machen. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen, ne? Und war nicht im Winter, ne? Start. So, Preis. Wer zahlt den besten Preis? Mischgetreide. War da gewesen. Das ist irreführend. Oh, Bäcker. Neben dem Mischgetreide. 638. Ja, gut, dann kennen wir den Weg, ne? Gut, auch so ein Bäcker. Und C. Bestes Mischgetreide. Natürlich den besten Preis, ne? Wie gesagt, ich spiele schon Stufe normal. Da gibt es keine Höchstpreise, ne? Ja. Ich habe mal so entschieden. Ich habe mal so angefangen. Und jetzt bleibe ich dabei. Das andere wäre, glaube ich, so leicht, sofort alles haben kann, ne? Also. Ist auch zeitlich dann nicht machbar, ne? Anführungszeichen, ne? Da kann man lieber normal spielen. Nicht gerade schwer, aber normal. Immer normal ist okay. Wir hätten rechts abbiegen können. Und können wir noch einen abbiegen in die Straße? Ich glaube schon. Das ist immer gefährlich mit dem LKW, dass der sich verherzelt. Also Knoten reinkriegt irgendwie. Weiß ich, bei der Eurotaxi-Lader sind die LKWs irgendwie alle robuster, ne? Da passiert sowas nicht. Ob das woanders liegt, ob sie das hinkriegen hier, keine Ahnung. Vielleicht müssen sie mal jemanden von denen zu Gast bekommen, also Praktikum machen. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Praktikum bei der Firma, die das macht. Eurotruck, ne? Industriespionage.
Grunde sind ja keine Konkurrenten, ne? Das sind ja verschiedene Bereiche. So. Gib Moos, endlich wieder Moos. Ja, wir brauchen die Dingsfabrik, die Malz. Ja, wir haben noch ein bisschen Anführungszeichen, wir haben noch ein bisschen Dings da, ne? Weizen und Gerste könnten wir noch verarbeiten da jedenfalls. Wäre sicherlich sinnvoll, ne? So, ein bisschen was haben wir verdient. Knappe, nicht ganz 100.000, aber wir haben was verdient. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie heißt das so schön, ne? So, geht wieder zurück. Und jetzt, mal schauen, was können wir noch verkaufen? Trikade wollte ich jetzt nicht, das sollte ich wissen, mal der Preis wird fallen, eher kurz darauf. Dann werden wir gleich mal sehen, dass wir den Diesel hinbekommen zum Grünknutzel. Ja, und dann gehen wir weiter, was wir machen können. Achso, ja, die Gülle wollte ich noch hinbringen, ne? Also die Gärreste. Da können wir uns gleich mal einen großen kaufen, ne? Universaltank grün, den brauchen wir nicht so oft fahren, ne? Aber erstmal fahren wir den guten Diesel zum Grünknutzel und den werden wir mal sehen. Aber das geht noch. Den stellen wir mal links hin, bis wir uns entschieden haben, was wir damit machen. Heu ist alle Silage und denkst du noch da. Dann müssten wir vom Heu das Lager hier reinfahren. Na, siehst du, was gefunden, was wir noch machen können. Wenn ich das so sehe, wir brauchen ungefähr 100.000 pro jeden zweiten Tag. Wird dann noch eng. Und wir haben nichts mehr so eine Trocknung, das alle. Das ist alles weg. Können wir noch fleißig Heu machen, das mal, ne? Also. Heu! Trikale könnten wir auch noch mal fahren. Einmal. Weizen, Gerste, wie gesagt, zum Raps eigentlich für Diesel, aber. Kartoffeln auch noch sicherlich. Mit Rad schon. Silage, Gras, Heu. Wie gesagt, Heu für Mischfutter, das ist wichtig, dass man produzieren kann. In der nächsten Zeit, Diesel ist auch voll, gut. Heu geht ja ziemlich schnell. Wir müssen ja was tun, ne? Dass wir ja auch wieder Futter haben. Denn Mischration, wenn wir noch mindestens bis zum Heu, bis zum Sommer, dauert Heu ungefähr noch ein bisschen. Das heißt, rein rechnerisch ein bisschen mehr wie 6 Tage. Das heißt, 3-mal füttern. Wir kriegen noch Nachwuchs, Kälber, dann brauchen sie mehr Futter. Ja, dann wird es sicherlich auch noch gerade so reichen. Ne? Gut, wir haben noch Silage, wir können auch eine Silage füttern, ne? So ist das nicht. Wir haben noch eine ganze BGH noch voll mit 2 Millionen Liter ungefähr, 2,5 glaube ich. Tiere werden nicht verhungern. Ne? Ich meine, man muss sagen, Kühe, die jetzt keine Milch geben, weil sie im Prinzip einen Kalb bekommen, die brauchen ja weniger Futter als eine Kuh, die jetzt intensiv Milch gibt. Ne? Also mengenmäßig. Ich meine, ein Kalb bekommen heißt auch einen hohen Nahrungsbedarf, in Anführungszeichen. Aber wenn Milch ein Spiel ist nachher, dann ist der Bedarf noch etwas höher. Also müsste der Verbrauch eigentlich noch ansteigen.
wenn das realitätsnah ist, ne? Aber das werden wir sehen, ne? Sie wollen sie nicht merken, weil sie ja nach und nach die Kälte kommen. So, kann der wieder arbeiten. Das kann es direkt um die Hälfte Fluggeschütter geben, ne? Also sollte wieder voll werden, also 5000. So, jetzt fahren wir mal das Ding mal hier so hin. Licht runter. Wir wollten. Ne, hinten nicht. Wir wollten auf die Gärreste fahren, ne? In Anführungszeichen. Aber wir werden erstmal mit Diesel machen. Da wollte ich mir einen neuen kaufen. Universal, großen. Kein Silo, Universal Tank. Und dann müssten wir auch Universal Tank uns besorgen für Diesel. Immer noch mehr Produktion mit Diesel haben, ne? Dann könnten wir uns auch noch eine eigene Tankstelle aufbauen. Beziehungsweise die Tankstelle für die Fahrzeuge hier im Hof, wo wir nicht mehr kaufen müssen, ne? Das noch mal sehen. Fahren wir Auto. So, Strom brauchen wir noch nicht. Ja, wie gesagt, Strom und so wird eigentlich noch knapp, ne? Wenn wir jetzt Pech haben und der nächste Wind, oh, ja, das Jahr wird feucht, dann können wir froh sein, wenn wir unsere Kartoffeln rein, das Korn reinkriegen, ne? Das Stroh verschwindet über der Zeit, ne? Das weiß man ja auch nicht, ne? Das kann ja keiner genau sagen, ne? Ich meine, und unsere Meteorologen, also nicht alle, aber einige behaupten ja schon, ne? Das nächste Jahr wird wieder eine Dürre geben und ein Hitzesommer, ne? Das sagen sie heute schon voraus. Und ich sag mal, die am meisten vorher sagen, die werden Reinfall erleben. Erstens ist es unwahrscheinlich, dass sich so ein Sommer sich wiederholen. Zumal letztes Sommer ja eigentlich es war trocken, ist kein Thema. Aber Hitze, das war erst am Ende gewesen. Also die anfangs war das eigentlich mehr oder weniger, ich sag mal, normal. Im Mai war es mal richtig heiß teilweise. Und dann wurde es also kühler, also angenehm in Anführungszeichen, ne? Aber halt trocken. Trockenheit war da. Aber Hitze sommer wie im Jahr 2018 war nicht. Also. Und das Jahr beginnt ja alles nass, ne? So. Im Großen und Ganzen haben wir schon viel Wasser gekriegt, ne? Also so, jetzt gibt Diesel, jetzt kann er wieder arbeiten, ne? 400.000 tut ja auch Not, ne? Zuckerrüben noch was drin, ne? So, das kann er nebenbei tun. Wir werden mal schauen zum Hof. Ach, hier. Machen wir Licht, ne? So. Ausgeklappt? Oh, eingeklappt, eingeklappt. Der Rand haben wir nicht gemacht. Da ist schon gewachsen, das ist gut. Muss es gedüngt werden. Das könnte man eigentlich noch vorbereiten, aber früher wird gedüngt. Also jetzt brauchen wir nicht losdüsen. Jetzt haben wir zwar konstante Lufttemperatur minus 3. Wir hatten schon die Nacht minus gerade gehabt, also der Boden wird bald gefroren sein. Also bald kommt das Symbol, dass man Feldarbeit nicht mehr machen kann. Das ist halt so, ne? So, der muss auch repariert werden. Und
wir tacken mal den Fall, aber im Frühjahr im Prinzip alles Fahrzeuge Startler haben. Ne? Hier kommt ja nichts Mais rein. Zwei Felder müsste Mais reichen, ausreichen, also. Dann überlege ich mir auch einen anderen Silo zu legen. Ne? Also überleg's mir noch. So. So, gelten wir jetzt vielleicht noch nicht für die Malzfabrik. Oh, über Wortlänge. Oh, scheiße. Entschuldigung. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Seid mal tschüss und winke, winke. Wir machen gleich weiter hier in LS. Tschüss und danke fürs Reinschauen.